Willkommen zurück zu Subsistence. Ausgesetzt in der Wildnis sind wir natürlich immer noch. Und so wie wir aufgehört haben, fahren wir nämlich jetzt mal weiter. Ich habe das letzte Mal aufgehört hier. Mein super cooles Bildlagerfeuer. Eigentlich wollte ich gar nicht in der Nacht was aufzeichnen, doch ich muss es trotzdem mal zeigen, da ich ja ziemlich viel jetzt über das Spiel eigentlich gequatscht habe. Und ihr seht gleich auch am Monitorrand, alles wird vereist und oben links seht ihr auch 1 Grad, also es wird deutlich kälter, wenn wir uns vom Feuer entfernen und es ist also möglich, wir können erfrieren. Wenn ich jetzt hier wieder zum Feuer stehe, wird es dann gleich 10 Grad, ist besser. Ich habe natürlich mit dem auch noch keine Kleider. Ich suche natürlich nach wie vor auch noch mein Fundament. Wie könnte es anders sein? Ich bin ja gestorben. Langsam bricht der Tag rein, aber jetzt schaut euch das mal an. Also ich finde das echt von der Grafik her, jetzt weiß ich nicht, ob man es sehen kann, ob ich es wegmache, doch. Die Blätter, die da fliegen vom Wind, wie sich der Baum bewegt, die Funken, die sprühen vom Feuer. Also echt Hut ab, wirklich, nach wie vor. Ich finde es wirklich genial. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mich hier vom Feuer schon ein wenig entfernen kann, ohne dass ich dann gleich drauf gehe. Jetzt ist noch neblig. Also wir haben Wettereinflüsse. Sehen wir jetzt auch gleich mal. Das ist super. Ich suche immer noch meine Sachen. Und dazu laufe ich eigentlich so ein wenig am Zaun entlang. Weil das ja in der Nähe war vom Zaun. Die Map ist wahrscheinlich gar nicht so groß. Und sollte ich dann irgendwo zu meiner Bauphase 1 kommen und da hinten ist ein Wolf. Ich möchte da mal schnell über die Klippe gucken. Jo, da sieht man nichts. Nicht viel. Fasern müssen wir sammeln, die sind ziemlich selten, das sind so spezielle Büsche. Der Bär, ich dachte, das sei ein Wolf. Jetzt gehen wir mal hier ein bisschen rüber. Ich möchte mich nicht mit dem anlegen. Was vielleicht auch aufgefallen ist, es hat keine Hintergrundmusik. Also ich, da bei den Let's Plays, die ich bis jetzt veröffentlicht habe, war bei den einen Musik da unten, also darunter, das war Musik von mir, das habe ich vertont, weil es mich ein bisschen nüchtern dünkte. Vielleicht wird das auch mal noch kommen, also es kommt, das ist gar nichts, es sind wirklich nur solche Geräusche. Klar, wer hat schon ausgesetzt in der Wildnis noch Musik dabei? Dennoch würde das auch noch ein wenig das Spiel unterstützen, so ganz leicht eine Hintergrundmusik, da ist eine Kiste. Wir nehmen alles mit. Ich möchte jetzt versuchen, ein wenig vorsichtiger zu sein, dass ich nicht gleich wieder sterbe, damit wir endlich mal das blöde Fundament bauen könnten. Oder die Wand und dann diesen Base. Ja, wie soll ich jetzt da rankommen, hey? Wir werden es versuchen. Oh Mann. Elektrik. Sehr gut. Wo ist der hin? Okay. Okay. Wir nehmen das mal zur Hand. Ist vielleicht besser. Da ist der Bär. Ich möchte ja dann, wenn wir endlich ein bisschen uns lokalisieren können mit einer Base, möchte ich dann gerne die Map ein wenig erforschen. Doch im Moment ist es sau schwierig, hier irgendwie die Orientierung zu halten. Also, Mann. Laufen wir mal da hoch noch. Jetzt hoffe ich, der Scheiße kommt da nicht hoch. Oh, das ist mir zu nah. Okay, hier ist Map Ende. Shit. Ja, das ist doch zum Kotzen mit dir.
Also es ist nicht so einfach, finde ich, hier jetzt zu überleben, wie es vielleicht den Anschein machte. Oder auch zu Beginn dachte ich, oh, das ist so ganz easy da. Ein paar Bärchen, ein paar Wölfe, aber ja, man kann also leicht sterben. Habe ich schmerzlich festgestellt. Wo bin ich denn? Wenn ich jetzt da querfeld einlaufe, weiß ich ganz genau, werde ich es erst recht nicht finden, wo ich gebaut habe. Da unten. Wir sind angekommen und da ist schon... Wir haben Besuch, wie schön. Ab. Nehmen wir gleich noch einen Baum mit da. Vielleicht sollte ich auch erst eine Kiste bauen. Ich weiß es nicht, was... Oh. Was, Scheiße. Oh. Also ich habe mir wirklich einen tollen Standpunkt ausgesucht, muss ich echt sagen. So. Es wird abgeknallt hier, jetzt ist Schluss. Schnauze voll von der Scheiße. Besser kann sie nicht sein. Mitten in den Tierchen. Ja, geh weg. Wir brauchen unbedingt, ich glaube. Was ist das da? Metall? Kiste? Ich möchte es so gerne bauen. Was ist denn das für Kacke? Ach so. Das brauche ich auch nicht. Muss ich die putzen oder was? Fasern sollten wir haben. Ich sehe hier weit und breit kein Faser. Doch hier. Sind also diese Büschchen sind Fasern. Mit denen können wir Seile herstellen. Die sind nämlich nicht so häufig. Da ist noch eine Kiste und dazu muss ich wahrscheinlich jetzt das Scheißerchen da vorne töten. Ja, genau, geh mal gucken. Findest vielleicht noch was. Bleib mir einfach fair. Ja, cool. Wir gehen wieder ein bisschen zurück. Also bei mir ist ja auch möglich, ich kann mich auch so verehren. Schon ich ja nicht weit weg gelaufen bin. Alles ist möglich bei mir. Orientierung gleich null. Oh, du elender Scheißküter, ey. Fresse halten. Nein, aber nicht vor der Base. Nicht vor der Base. Und wir sind tot. Bin ich denn auch im Level jetzt aufgeschlossen? Also, ich verstehe es nicht ganz. Die haben Level. Vielleicht geht es nur bis Level 2. Manchmal ist echt das Spiel frustrierend. Ich weiß nicht, ob ich jetzt weinen soll. Wahrscheinlich nicht. So, ich mache jetzt eine andere Strategie. Und wir werden jetzt einfach mal querfeldein über die Map laufen, die anscheinend nach nicht wahnsinnig groß ist, einsammeln, was geht. Und falls ich es hinbekommen sollte, was ich ja nicht denke, dass ich diesen blöden Constructor bauen kann und irgendwie so ein Fundament, aber ich glaube, ich brauche eine Wand eben für das zu setzen. Und baue ich das einfach dann da, wo ich dann bin. Also so, weil sonst ich komme da nicht voran. Scheiß Huhn. Hey. Hä? Wie kommt das denn? Wir können es mitnehmen. Das nehmen wir jetzt mit. Vielleicht kann ich das dem Wolf hinschmeißen und er frisst es. Nein. Da wäre eine Kiste da hinten. Das Gute ist immerhin, wenn ich wegrenne, also so lange verfolgen sie einem nicht. Jo.
Immerhin das. Also habe ich ein bisschen eine größere Überlebenschance. Ich brauche jetzt aber irgendwo mal... Da hinten ist auch noch eine Kiste. Also wir gehen jetzt einfach mal sammeln. Das Fundament suche ich später. Vielleicht kommen wir per Zufall dann ran. Aber jetzt, da muss jetzt was gehen. Also das, dass ich da dann einen Anhaltspunkt wirklich habe. Das, so ist scheiße. Liegt da noch was rum? Mal gucken, ob ich noch was habe da zum Schießen. Ja. Was ist hier oben? Weil wenn ich... Ja klar, das wäre jetzt cool gewesen. Wenn ich jetzt gleich das Fundament gefunden hätte, hätte ich schauen können, ob das sich jetzt bewahrheitet, dass dann meine Sachen noch dort gewesen wären. Muss mich verarschen. Was? Ich kann es nicht aufmachen. Ja, ja. Ich kann nicht alle Kisten aufmachen, das ist mir jetzt auch neu. Oh. Ja. Mann, ich möchte die Kiste noch. Oh. Arsch. Ist er weg? Kann ich den erschießen? Ah, hier. Doch, wir sind irgendwie in der Nähe. Ich habe ja schon mal erzählt davon, diesem... Da ist auch noch eine Kiste. Von diesem Durchgang mit den Steinen, das nehme ich gleich hier. Mann. Oh, Futter. Dann muss unser Fundament auch irgendwo hier stehen. Weiß ich nur nicht mehr, von welcher Seite her ich da gekommen bin. Jetzt geht mal hier hoch. Oh, die Scheißköter. Also es ist zum Kotzen. Das war hier irgendwo. Ich weiß es nicht. Ich möchte einfach endlich mal weiterbauen können. Ich bin wahrscheinlich einfach auch zu ungeduldig und zu unachtsam hier. Dass ich da immer sterbe. Nehme ich da mal noch Holz mit, wenn da gleich keiner ist. Hingeschmissen. Hä? Wo hast du das hingemacht? Hä? Hm, komisch. So, jetzt guck mal kurz. Also, ich benötige für dieses Base Command. Ach du Scheiße. Bretter machen wir, die brauchen das sowieso. Und was noch? Diese Elektrokomponenten. Super. Für ein Fundament. Nägel haben wir jetzt mal viele. Jetzt könnte ich theoretisch ein Fundament dann bauen. Was brauche ich für die Kiste? Ich glaube, wir machen eine Kiste. Ich glaube,
Ich mache es gerade eine Planänderung. Jetzt machen wir erst eine Kiste, suchen wir unser Fundament. Jetzt hätte ich echt ziemlich Nägel. Also jetzt könnten wir diese Kiste machen, damit ich das da reinmachen kann. Das, bislang haben wir das immer gefunden. Also von daher sollte das hinhauen. Wir machen eine Kiste. Dann kann ich nämlich Nägel und alles, so solche Sachen, die ich nicht verlieren will, immer wieder reinmachen. Und wenn ich sterbe, ist das dann nicht so schlimm. Auf dem Weg zum Fundament können wir dann noch Sachen sammeln, wenn wir sterben. Kiste. Ja, sowas habe ich nicht. Da waren wir ja schon, stimmt. Laufen wir wieder den Zaun entlang. Das hat bis jetzt immer funktioniert eigentlich. Und suchen die Scheiße ab hier. Ja, aber sieht cool aus. Also echt, doch. So lange habe ich zwar jetzt noch nicht gespielt, aber bislang, also wenn mir ein Spiel so nach 2 Stunden noch nicht so auf die Nerven geht, dann ist es schon mal ein gutes Zeichen. Und hier eben, das ist toll mit den Blättern. Ich finde das finde ich so cool. Es wird Herbst. Das weiß ich nämlich gar nicht, ob es dann wirklich auch einen Winter gibt, weil dann habe ich dann geschissen. Dann bin ich dann wirklich definitiv am Arsch. Weil ich denke, mit einem Fundament, einem Lagerfeuer komme ich dann nicht weit. Keine Kisten, ne? Ein Wolf da unten. Was ist da? Oh, jetzt bin ich erschrocken. So. Weiter geht's. Ich bin gespannt, wie weit ich das Spiel machen werde. Also wirklich, ich habe letztens ein bisschen gespoilert, das habe ich ja gesagt, auch weil es ja keine Karte gibt, was da die Lösungen sind, dann habe ich ja gesehen, wegen diesem Base Constructor oder was, das ist da auch eine Kiste. Constructor, dass man dann sieht, wo die Base steht. Und ich habe gesehen, dass ist gar keine Kiste. Sehr viele Spieler eigentlich dann so nach vielleicht 10 Folgen aufgehört haben. Mal gucken. Also ich will jetzt nichts ansagen, aber ich denke jetzt unbedingt eine Chance geben im Spiel hier. Und ich weiß natürlich nicht, wie lange sie da noch sonst gezockt haben. Also nebenbei, ich mache es jetzt eigentlich fast 1:1 mit den Let's Plays. Weißt noch was? Mit den Aufnahmen, ich habe auch nichts geschnitten. Eine Nacht habe ich überbrückt und sonst seid ihr da zu 100% eigentlich mit dabei. Ich bin gespannt. Kann natürlich sein, dass diese zwischendurch immer wieder noch weitergespielt haben. Ich denke auch, dass ich das vielleicht ab und zu auch machen werde. Wenn dann solche langen Phasen sind wie jetzt, das ist natürlich nicht so interessant. Aber dennoch, hoch. Da war ich noch gar nie. Oder kommt jetzt denn da gleich? Cool. Vielleicht sollte man dann hier bauen. Jetzt bin ich gespannt, wann die Map aufhört. Wir sind im Schnee. Nice. Das ist ja echt cool. Da war ich noch gar nie. Das ist ja krass. Oder hat es hier einfach schon Schnee gegeben, weil jetzt Herbst ist? Wäre eine Möglichkeit. Ja, dann bin ich am Arsch.
Aber hier ist die Einöde. Wie weit geht das denn hier? Jetzt habe ich also wirklich voll damit gerechnet, dass dann hier Schluss ist. Hier noch runter? Mensch. Wir stehen auf dem Berg. In der Wildnis. Ich staune auch, dass er noch nicht mit kalt kommt. Geht das hier auch noch hoch? Also wenn da hier dann noch Zeugs kommt, das, jo. Ich schaue jetzt mal, wie weit ich komme. Ja, jetzt langsam. Ja, es gibt jetzt einfach zwei Möglichkeiten. Ich kann jetzt versuchen, ich gehe jetzt runter. Bleibt zu hoffen, dass ich nicht jetzt erfriere, was wäre schade. Aber das geht ja elend weiter. Das ist ja Wahnsinn. Ich muss wieder ein bisschen runter, sonst bin ich gleich weg. Ja, also ich gehe schwer davon aus, da wird jetzt noch einiges kommen hier. Ist doch größer als gedacht, die Map. Es kam kein Patch, nix. Ich dachte, ich hätte da eigentlich mehr oder weniger alles umrundet einigermaßen, aber dass das da bis hier hinauf in die Berge geht, also... Oder wie gesagt, vielleicht ist es so, dass jetzt einfach der Herbst eintritt, weil die Blätter fallen von den Bäumen. Dann bin ich sowieso so gut wie tot. Das ist cool, das gefällt mir. Ja, der Schnee kommt runter. Das wird so sein. Dass auch die Nächte so kalt nun sind. Das sieht ganz anders aus. Hä? Ich war wahrscheinlich einfach noch nicht hier. Gut, Map unterschätzt. Ist doch ziemlich groß. Ich suche jetzt mein Fundament vielleicht und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und ich denke, dann müssen wir unbedingt schauen, dass wir da mal erkunden, wie weit nach hinten das geht. Ich bin gerade ziemlich überrascht. Gut, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns wieder bei Subsistence und hoffentlich das nächste Mal mit ein bisschen größeren Fortschritt. Bis dahin, tschüss.